Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im SparMag. Wir machen weiter in unserer Samsung Galaxy S9 und S9 Plus Reihe. Franz und ich sind jetzt den ganzen Tag bereits in Köln unterwegs und haben uns schon vieles Schönes angeguckt. Wie ihr seht, das Wetter ist besser geworden, aber die Sonne ist fast verschwunden. Und das bedeutet für uns, wir müssen auch mal was essen. Genau, Sonne geht unter, wir gehen was essen. Und wir beide stehen gerade vor dem Haxenhaus, eine der ältesten Kneipen hier in Köln. Und da freuen wir uns jetzt gleich auf ein paar kölsche Spezialitäten. Und wir haben aber noch ein Feature hier in den neuen Samsung-Geräten, und zwar die AR-Emojis. Das Technik-Faultier freut sich schon den ganzen Tag auf dieses Video. So eins von diesen kleinen Gimmick-Features, auf die ich doch jetzt ja mal sehr gespannt bin. Aber kommt mal mit. Ich gehe essen. Du, ja, ich mach. Ciao, ciao. Lass uns mal reingehen, Technik-Faultier. Ich zieh einfach und mach dir die Tür auf. Bitte nach Ihnen. Wir sind jetzt drinnen angekommen. Sieht sehr nett aus. Bekomme ich jetzt was zu essen? Ja, aber erst machen wir das noch mit den AR-Emojis fertig. Bei den AR-Emojis geht es darum, dass ihr einen Avatar von euch selber erstellen könnt. Ihr scannt euch sozusagen einmal selber ab. Ganz besonders das Gesicht. Und das Gesicht ist dann genau, macht eure Mimiken nach. Weißt du, ich bin gespannt, ob das deine Haare hinbekommt. Es wird eine Herausforderung sein. Ihr könnt das Ding dann auch anpassen, eigene Klamotten anziehen. Und dann könnt ihr mit diesen AR-Emojis rumspielen. Ihr könnt die versenden, ihr könnt Nachrichten damit machen. Wir versuchen gleich sogar mal einen Chat hinzukriegen. Aber den Anfang machen wir, indem wir uns jetzt erstmal selber einscannen. Kommt mal her. In der Kamera-App, da ist dann die AR-Emoji-Funktion versteckt. Einmal ein bisschen nach rechts wischen. So, und dann kann man unten links mein Emoji erstellen. Genau, und jetzt muss Franz mir helfen, weil Gesicht nicht durch Haare und Brille verdecken. Ja. Bedeutet, ich bin jetzt El Blindo und sehe nichts mehr. Wahrscheinlich muss ich jetzt unten auf den Knopf drücken. Große weiße Taste, genau. So, was steht da jetzt? Macht. Also da steht jetzt männlich und weiblich, du musst rechts tippen. Echt jetzt? Nee, links. Und dann auf weiter, genau, das, was eben aufgeleuchtet ist hier. Echt, siehst du so schlecht? Ich bin kurzsichtig, da siehst du ab 30 cm nichts mehr. Okay, dann nimm am besten wieder die Brille. Guck mal, das war nur, der macht nur ein Foto. Ja, ja, klar, jetzt kannst du wieder die Brille benutzen. So, also. Ich muss sagen, also die Haare, das passt schon, aber die Farbe noch nicht so ganz. Nee, das müssen wir noch anpassen. Ja, das passen wir am besten noch an. So, Hautton kann ich verändern? Nö. Schön, weiter nach links, gerade oder? Aus dem Urlaub komme. Ja, ein bisschen heller. Ja, das trifft es ganz gut, glaube ich. So, nächster Schritt. Dann, ach, guck mal, sind das jetzt die Haare? Ja, ist jetzt übertrieben. Ich finde, wir sollten das nein, hier nehmen. Nein. Ach, doch, komm. Na komm, hier so. Magst du, also so brauchst du. So sahst du vielleicht vor 20 Jahren aus. Boah, das ist so gut. Siehst du heute aus. Ja. So. Nein, nein. So. Die ist es. Die ist es. Nee, ich finde, die trifft dich tatsächlich am besten. Vielleicht doch ein bisschen grauer? Ja, das trifft es perfekt. Brille fehlt, genau, die hatten wir ja nicht drauf. Nee, bisschen zu groß, ne? Aber ich habe nicht so viel Auswahl. Nehmen wir die. Das ist perfekt. Kommt am nächsten hin. Super. So, Klamotten. Letzter Schritt. Such dir das aus. Lange Hose auf jeden Fall. Lange Hose auf jeden Fall. Jeans. Kapuzenpulli. Ja. Nein. Anzug. Oh, Anzug, ja. Das ist immer was. Nee, so viel haben wir hier gar nicht. Ein Hemd fast, oder? Ja. Ja, doch, machen wir das so. Das trifft's gut. Als letztes oben mit OK bestätigen. Und jetzt kann ich das Ganze noch speichern. Und jetzt wird's interessant. Und dann habt ihr das in euren normalen Bildern. Ganz oben sind jetzt die ganz vielen GIFs, die ihr erstellt habt. Unter anderem, ne? Diese Geste haben wir heute mindestens schon 200 Mal in Köln gesehen. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Emojis. Und das ist das Schöne daran, sieht euch relativ ähnlich, sagen wir mal. Wahrscheinlich müsste man es noch mal ein bisschen besser anpassen. Vielleicht klappt das gleich beim Franz auch noch besser. Aber diese GIFs könnt ihr natürlich dann per WhatsApp, wie auch immer, an alle möglichen Leute verschicken. Und personalisiert eure Nachrichten noch mal ein bisschen was. Wir haben jetzt unsere AR-Emojis erstellt. Ich muss sagen, also ich finde Technik-Faultier, das hat uns ganz gut getroffen, oder? Absolut, wie aus dem Gesicht geschnitten. Mein Lieblingsding ist definitiv das hier. Ja, ich glaube, das Wolkending mit zum Winken. Das Winken passt ziemlich gut. Hast du was von Harald Schmidt? So, dann kann ich jetzt natürlich hingehen und diese AR-Emojis auch einfach mit allen möglichen Freunden teilen. Unter anderem, ich gehe auf das Teilen-Symbol und ich kann es direkt auf Instagram posten. Ich habe es bei WhatsApp. Ich habe jetzt aber den Franz neben mir, der hat Twitter offen. Schick mir das mal. Genau, und ich mache jetzt einfach als Direktnachricht bei Twitter. Da will ich. Jawohl. So, weiter. Bin gespannt.
und senden. Hätte ich keine Nachricht? Nein, keine Nachricht. Du kriegst jetzt quick and dirty das AR-Emoji. Mal schauen. Ach, guck mal. Und schaut mal, dann poppt das hier oben schon auf. Und dann seht ihr hier, ich habe eine Nachricht bekommen vom Technikfaultier. Wird auch schon schön abgespielt. Hier dein Icon und hier. Also, das hat schon mal ganz gut funktioniert und dann kann man sich quasi die AR-Emojis hin und her schicken. Genau. Und wenn ihr dann die Kamera startet und dann einfach wieder rechts rüber zur AR-Emoji-Funktion rüberwischt, dann habt ihr hier unten eure vorgefertigten Emojis. Natürlich, wenn ihr mehrere habt, dann könnt ihr da auch zwischen mehreren Wechsel wählen. Und das zeichnet jetzt genau euer Gesicht ab. Bedeutet, ihr könnt hingehen, Kopf bewegen und dann Augenbrauen oder einfach mal den Mund aufmachen. Ach ja, und jetzt löst er halt das Ganze noch als Foto auf. Das war diese Geste. Und ich kann natürlich auch hingehen und während ich mich dann damit aufnehme, Fotos machen und natürlich noch viel interessanter ein komplettes Video aufnehmen und dann Sprachnachrichten machen, wie zum Beispiel, hey Franz, ich bin gerade im Brauhaus, komm doch vorbei. Und das kann ich dann auch wieder speichern und dem Franz oder wem auch immer dann natürlich auch schicken. Das waren also die AR-Emojis. Ich würde sagen, eine nette Spielerei, die auf jeden Fall jeder, der irgendwie ein Galaxy S9 oder S9 Plus holt, mal ausprobieren sollte. Geschmäcker sind verschieden. Schaut euch das Ganze auf jeden Fall an. Ich glaube, das Faultier und ich, wir haben das jetzt ziemlich gut erklärt. Und dann sind wir einmal mal gespannt, was ihr so draus macht. Das soll es von diesem Video hier gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.